Ich freue mich, dass ihr auch, dass Sie hier so zahlreich erschienen seid. Es ist für mich immer, seitdem ich in der Politik bin, ein großes Anliegen, nah bei den Menschen zu sein. Wir haben ja von 2015 bis Mitte 2019 ein Büro in der Waliser Straße gehabt, mussten dieses Büro aufgeben, weil der neue Eigentümer 100% mehr Miete haben wollte. Und Sie wissen ja, dass die Linke da ganz große Probleme hat, wenn die Mieten so in die Höhe schießen. Und wenn wir politisch dagegen ankämpfen, darf es nicht sein, dass wir dann einfach irgendwie eine höhere Miete akzeptieren. Deshalb mussten wir raus. Und es war nicht einfach, im Stadtteil ein Büro zu finden. Wir haben auch wirklich sehr gute Genossinnen und Genossen, die hier im Beirat arbeiten. Und Reinhard Wass, der auch hier oben wohnt, ist dann darauf aufmerksam geworden, dass diese Räumlichkeiten frei werden, und wir haben natürlich zugeschlagen. Wie gesagt, es ist schon so, dass wir seit einigen Monaten hier sind. Ich kann nur sagen, dass ohne dass wir viel Werbung gemacht haben, dass sehr viele Menschen schon bei uns waren. Und ihr könnt euch auch vorstellen, worum es in letzter Zeit ging. Also viele, viele Menschen kommen hier ins Büro und sagen, was macht ihr da Sachen, ihr Politiker, was ist da los? Wir können uns nicht mal mehr vernünftig ernähren. Unsere Gelder reichen nicht bis Ende des Monats. Letztens war ein Mann hier bei mir, der hat 6 Kinder. Er hat gesagt, früher, wenn er einmal einkaufen war, hat für 100 Euro vernünftig eingekauft. Jetzt geht er und 200 Euro reichen nicht aus, weil tagtäglich die Preise in die Höhe schießen. Und es ist wichtig, dass die Menschen Anlaufstelle haben. Es ist auch wichtig, dass die Menschen direkt die Politiker ansprechen. Und es ist mir dann auch selbstverständlich wichtig, dass ich das dann auch ins Parlament trage. Und es darf nicht sein, dass die Menschen auch noch gezwungen werden, irgendwie einen Weg zu machen, wenn sie mit Politikern zu tun haben wollen, in die Stadt zu gehen oder zur Bürgerschaft. Deshalb ist für uns Linke, sind diese Abgeordnetenbüros sehr, sehr wichtig. Und für mich persönlich ist es so, das ist immer schon so gewesen, ich mache Politik für die Menschen, und ich gestehe, dass ich auch ein Stadtteilpatriot bin. Ich bin Teneveraner durch und durch und bin ein Kind Bremer Ostens, und ich finde es auch, wir haben hier auch einige Stadtteile, die da schon in einigen Bereichen Probleme haben, wo die Menschen teilweise mehrere Jobs haben und trotzdem ihre Familie nicht über die Runde kriegen. Und das kann nicht angehen, dass die Bundesregierung, anstatt den Menschen zu helfen, die Großkonzerne unterstützt und auch noch irgendwie dafür sorgt, dass die Bürgerinnen und Bürger noch tiefer in die Tasche greifen. Aber ich möchte nicht zu sehr parteipolitisch werden. Es ist mir eine Freude, dass wir wieder hier im Stadtteil sind. Es ist wunderbar, ich habe gleich sehr viele Menschen hier in der Nachbarschaft kennengelernt, viele Einrichtungen. Und ich sage Ihnen, ich sage euch, wir haben ein wunderbares Buffet. Kaffee Schweizer Viertel, Bras hat da wirklich super Arbeit geleistet. Angelika und ihr Team, Angelika, unglaublich, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Wenn die Senatorin gesprochen hat, dann werden wir auch gucken, ob das alles auch so lecker schmeckt. Also ich danke euch fürs Kommen, ich danke euch, dass ihr mein Büro mit mir gemeinsam hier eröffnet und dass wir gemeinsam feiern. Und ich bin mir ziemlich sicher, dieses Büro werden wir von Montag bis Freitag, teilweise am Wochenende haben wir schon einige Termine, wo wir gemeinsam überlegen, was wir gegen diese ganze Inflation, gegen diese ganze Preiserhöhung machen. Wir müssen uns alle zusammentun, auf die Straße gehen und das nicht einfach hinnehmen. Ich sehe auch gerade, mein Freund Barlow ist angekommen. Barlow, es ist immer wieder eine Freude, dich zu sehen. Barlow, du weißt ja, du bist ja auch, hast großen Anteil dazu beigetragen, dass ich in der Politik bin. Es ist deine Schuld, dass ich seit 10 Jahren mit unterwegs bin. Und wenn ich Menschen wie dich sehe, dann kommt diese ganze Motivation, wo wir gemeinsam in Teneva, natürlich du viel intensiver als ich, die vergangenen Jahre gekämpft haben. Und es ist wieder Zeit, dass wir auf die Straße gehen, dass wir uns das nicht gefallen lassen und dass wir die Bürgerinnen und Bürger nicht alleine lassen. Vielen, vielen Dank, und ich habe jetzt die Ehre, an meine Senatorin, unsere Gesundheitssenatorin, meine Genossin Claudia Bernhard, das Mikro abzugeben. Die Bühne gehört dir. Vielen Dank. Hallo.
Ich grüße mal in den Flur. Jedenfalls erstmal, ich glaube, ihr wisst, wer ich bin. Ich muss mich erstmal ganz herzlich bei Ginny auch bedanken. Ich finde es klasse, dass hier endlich wieder ein Büro ist. Es hat lange gedauert, bis das jetzt wieder geklappt hat. Ich halte die auch für wichtig. Ich hatte ja lange Zeit ein Abgeordnetenbüro in Bremen-Nord. Ich kriege schon wieder Anweisungen von Micha. Darüber und dort drüber. Ihr wisst, dass die Pandemie uns eigentlich geschüttelt hat die letzten Jahre. Und als ich in dieses Amt gekommen bin, hätte ich im Leben nicht damit gerechnet, dass genau das dann nochmal losstürzt. Das war echt eine unverhoffte Krisennummer, die wir da hinbekommen haben. Ihr wisst auch alle, und Jamal kann da sicher ein Lied von singen, dass ich durchaus Stadtteilpolitik kenne rauf und runter und auch die Stadtteile kenne und insbesondere die Winngebiete. Und meine, wie soll ich mal sagen, Sensibilität in diese Richtung war insofern auch durchaus vorhanden, das wahrzunehmen und dass man zu den Leuten vor Ort kommen muss. Aber eine zusätzliche Initialzündung war, als ich eingeladen wurde in eine Ortsbeiratssitzung, um nochmal mitzukriegen, wie sieht es denn hier eigentlich aus. Da war die Pandemie gerade im vollen Gange, die Inzidenzen gingen durch die Decke, also die Infektionszahlen, und es stellte sich nach und nach heraus, dass insbesondere die, wie soll ich mal sagen, die Stadtteile, die nicht so auf Rosen gebettet sind, da besonders betroffen sind. Und da gab es eine massive Auseinandersetzung und wurde auch an mich herangetragen, was macht ihr eigentlich im Senat? Und das kam auf allen Ebenen zum Tragen, also da wurde, ob das jetzt Verkehrspolitik oder Gesundheit oder sonst was ist, aber es wurde mir geballt klar, dass man sich darum kümmern muss. Und die Reaktion war dann auch, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen vor Ort gehen und wir müssen nicht nur da einmal oder zweimal, sondern das muss kontinuierlich, muss es Aufklärung geben, es muss Informationen geben und wir brauchen Gesundheitsfachkräfte, die eben vor Ort auch vorhanden sind. Das ging nicht innerhalb von 2 Wochen, wie es damals eigentlich gewünscht war. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber wir haben sie installiert. Wir haben sie inzwischen in den Winngebieten, übrigens auch in Bremerhaven. Die haben sich dann zu Recht gleich beklagt, was ist mit uns. Wir haben das eingerichtet und das war ein Erfolgsprogramm erster Klasse, weil wir zurückgemeldet bekommen haben, auch aus anderen Städten, wie habt ihr das hingekriegt, wie ist es eigentlich möglich, dass wir so eine gute Impfquote haben, wie ist es möglich, dass ihr das alles einbezogen habt. Und da möchte ich auch nochmal in die Runde geben, ich muss mich herzlich bedanken eigentlich für die Kritik, die wir damals gespiegelt bekommen haben. Weil das war nochmal wichtig, das überhaupt ins Gedächtnis zu rufen. Und dann kommt man auch zurück in den Senat und sagt, liebe Leute, ich brauche das, das, das und das. Und dann kriegen wir auch da einen Zug rein und dann sind wir auch erfolgreich. Bis heute gibt es die mobilen Teams und drückt mit uns die Daumen, dass es im Herbst nicht wieder durch die Decke geht. Wir haben jetzt den dritten Herbst an der Backe, wenn das so weitergeht, und das ist nicht ohne. Was mir wichtig ist, also das ist das Impfen, aber Gesundheitsprävention in den Stadtteilen ist das A und O. Und wir wissen sehr genau, dass es mit der sozialen Frage zusammenhängt. Das war insofern gar keine Überraschung, dass man hier das mitgekriegt hat, sondern es war eigentlich logisch. Und wir sind angetreten, das weiß Ginny auch ganz genau, in der Koalition zu sagen, wir brauchen Gesundheitszentren, niedrigschwellig, möglichst in allen Stadtteilen. Wir brauchen Hebammenzentren, wir müssen Beratung aufbauen, wir brauchen die Arztsitze, die überall praktisch sozusagen auslaufen und Nachfolge brauchen. Und das wird nur gehen, wenn wir eine ambulante Struktur geben, die das auffängt. Und das muss in erster Linie in den Stadtteilen zur Verfügung stehen, die das eben nicht einfach so eine Hausarztbindung haben, wo das nicht vorhanden ist. Und das haben wir ganz erfolgreich begonnen. Und ich bin ganz stolz, dass wir am 28. September hier in Ost als erste Hebammenzentrum eröffnen. Da bin ich total dankbar dafür, dass wir das hingekriegt haben. Im Ellner Hof zusammen mit der Hans-Wendt-Stiftung sind da Räumlichkeiten zur Verfügung. Da wird es Hebammen geben. Es gibt im gleichen Haus eine gynäkologische Praxis. Es gibt eine Hausarztpraxis. Das ist total klasse. Und das verdanke ich auch, dass die Stadtteile entsprechende Trägerstruktur überhaupt zur Verfügung gestellt haben, dass das hier eine Rolle gespielt hat. Und wo ich immer sage, ich jede Ressource, wenn es irgendwie geht, werden wir zur Verfügung stellen von der senatorischen Behörde, aber ich brauche vor Ort Leute, die involviert sind, die auch dort sind, die ansprechbar sind, die zur Verfügung stehen. Wir haben hier das KBO, also das Krankenhaus Ost, das wissen auch alle. Da wird es jetzt endlich eine Koordinierungsstelle geben für Kinder- und Jugendpsychologie und Psychiatrie, weil die Kids und die Jugendlichen haben echt gelitten. Die brauchen Unterstützung, da muss man hinterher sein. Und weil Jamal vorhin gesagt hat, Musik,
Es geht auch um Ernährung. Es geht auch immer ums Essen. Und wir müssen da Gesundheitspolitik hinsteuern, wo sie auch dringend gebraucht wird. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir deshalb so am Herzen liegt. Wir hatten heute eine Krisensitzung im Rathaus zu den Energiepreisen. Das ist, also mit erschütternd kann man das gar nicht mehr beschreiben, was da los ist. Und diese Gewinne an den Börsen werden im Grunde genommen weitergegeben 1:1 an die Verbraucher und Verbraucherinnen. Das ist ein solcher Skandal und so eine Schweinerei, das kann man gar nicht in Worte fassen. Und wir werden uns auch auf Landesebene und auf Bundesebene dahinter klären müssen, dass das abgefedert wird. Das geht so nicht, dass man dann mit entsprechenden Sperren rechnen muss, mit man Verschuldungen rechnen muss, es muss Härtefallfonds geben etc. Und das haben wir auch heute in der Runde besprochen und auch nochmal unterstrichen. Und wir werden auch drum ringen müssen und deswegen brauche ich aus den Stadtteilen entsprechenden Rückenwind, dass wir auf Landesebene entsprechende Gelder zur Verfügung stellen. Das kann nicht sein, dass man nur nach Berlin guckt. Das ist auch wichtig, die werden auch uns unterstützen müssen, aber wir werden es auch auf Landespolitik brauchen. Wir haben es bei Corona hingekriegt, wir müssen es auch jetzt wieder hinkriegen. Und da ist mir einfach ganz wichtig, dass wir das in die Stadtteile reintragen. Ich werde auch ein Stück weit wieder jetzt die nächsten Wochen und Monaten unterwegs sein. Aber wenn man schon dann Senatorin von Verbraucherschutz ist oder eigentlich Verbraucherinnenschutz, dann muss man an der Flanke sich politisch auch entsprechend zu Wort melden und den entsprechend auch auf die Füße treten. So, das wären jetzt erstmal meine wichtigen Botschaften für im Moment. Ich kann nur sagen, feiert eine Runde. Es ist nicht nur Musik wichtig, auch sondern immer das Essen. Hält Leib und Seele zusammen, hängt viel dran und deshalb darf es nicht in den Preisen durch die Decke schießen. Ich kann das sehr gut verstehen, was da inzwischen an Lebensmittelpreisspirale am Werke ist, das ist echt traurig. Und wir sind dafür angetreten, für euch zu streiten und das tun wir auch und wir tun das in der Fraktion und wir tun es selbstverständlich auch in meinem Ressort. Jetzt erstmal einen schönen Abend und ich danke euch und bis bald. Ich hatte ja schon angekündigt, ich habe ja auch heute sehr viel Besuch aus der Bürgerschaft und ich freue mich auch, dass mein Kollege Ingo Tepje aus dem Nachbarstadtteil aus Hemeling heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Ingo. Guck mal, ob dein Mikro geht. Dann müssen wir... Könnt ihr? Ja. Ja, so geht das. Ja, super, Ingo. Ist jetzt heute zweite Büro in Bremer Osten. Wir hatten ja vor ein paar Jahren ein Büro, wo wir schließen mussten. Jetzt haben wir es geöffnet. In Hemeling hast du ja ein Büro. Vielleicht kannst du dich ja mal kurz vorstellen und einfach auch mal erzählen, wie das mit dem Büro in Hemeling läuft. Weil wir haben ja Stadtteile in Bremer Osten, wir aus, Abgeordnete aus dem Osten, wir halten ja da besonders zusammen mit der Bürgerschaft. Und ja, stell dich mal bitte vor und erzähl mal, wie das so in Hemeling läuft. Ja, danke Cindy für die Einladung. Ich finde eine sehr gelungene Einweihungsfeier heute hier und mit einer tollen Musik. Ja, bei uns in Hemeling, ich sag mal, zum Wahlkampf, eigentlich fast vor 4 Jahren, also ich, haben wir in Hemeling gemeinsam schon zum Wahlkampf hin versucht, einen Fuß in die Tür zu kriegen, um auch vor Ort, also wir sind ja Osterholz und Hemeling, klassisch 2 Windgebiete, also das heißt, was ich wirklich mit Menschen, die es nicht so dicke haben, und wo wir als Linke sagen, eigentlich gerade da wollen wir vor Ort sein, wollen mit den Leuten ins Gespräch kommen, wollen sozusagen präsent sein in den Stadtteilen und deswegen haben wir da den Punkt gemacht, haben vor 4 Jahren das kleinste Büro der Welt eröffnet. Das war damals auch so ein bisschen so ein Highlight, damit ich den Fuß in die Tür kriege, ins Worst Case. Da war mein Büro ein Kopierraum, wo gerade so ein kleiner Schreibtisch reinpasste und ein bisschen Material von uns. Aber wir konnten halt im Haus auch den Veranstaltungsraum mit nutzen. Ich hatte auch damals gesagt, als ich angetreten bin für die Bürgerschaft, für die Linke, gesagt, dass wir wollen in Hemeling auch präsent sein, zusammen mit dem Beirat vor Ort sein, mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Und was ich auch ganz wichtig finde, dass man auch Veranstaltungen, politische Veranstaltungen sich nicht nur in der Innenstadt stattfinden. Wir wissen gerade so aus den Windgebieten, dass viele Menschen gar nicht aus unseren Stadtteilen wirklich in die Innenstadt als solches kommen und in die Innenstadt sich bewegen, sondern dass wir Angebote machen vor Ort für die Leute, damit wir die Menschen da abholen. Das habe ich auch versucht in den letzten Jahren.
Wir haben eine Reihe an Veranstaltungen halt gemacht, als wir gestartet sind auch nach der Bürgerschaft in Hemeling. Oben ist eine schöne Veranstaltungsraum mit Dachterrasse, da warst du ja auch schön bei meiner Eröffnung des zweiten Raums, weil mittlerweile haben wir nicht mehr das kleinste Büro, sondern ich habe neben dem, jetzt ist es ein Materialraum, der Kopierraum, haben wir jetzt auch ein richtiges Büro, auch mit einem kleinen Tisch, also nicht so opulös wie du hier, da hätte ich Glückwunsch also nochmal so an dem Ding, sondern so, dass wir ich da sowohl in der Pandemie von arbeiten konnte und vor allem der Beirat da auch regelmäßig sich trifft und wir Veranstaltungen machen. Pandemie hat uns ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss man auch sagen. Ja, das Ziel war wirklich immer regelmäßig Veranstaltungen zu machen im Gebäude für die für den Stadtteil. Das ist jetzt ein bisschen unterbrochen, da müssen wir jetzt wieder zum Schluss auch nochmal, der Legislatur will ich da gerne nochmal ein paar Sachen aufbringen. Du hast es gerade gesagt, eine der wichtigen Punkte sind natürlich irgendwie auch mietenbezahlbares Wohnen. Für Hemeling, wo auch das, ich sag mal, das Büro mittendrin steht, ist das Könnicke-Gelände. Ihr wisst, was ich, das ist sozusagen ja eine Industriebrache, wo momentan große Umwälzungen sind. Und das finden wir auch gut. Also, dass ich sozusagen der Stadtteil sich wirklich nach vorne entwickelt. Aber wir wollen auch als Linke dafür sorgen, dass die ärmeren Teile der Bevölkerung jetzt nicht durch eine soziale Vertreibung im Grunde aus dem Stadtteil getrieben werden. Also, das heißt, wenn da erstmal der Wohnungsbau entsteht, der Stadtteil aufgewertet wird, da besteht auch sehr schnell die Gefahr, dass dann sozusagen diejenigen, für die wir eigentlich eine Verbesserung erreichen wollen, davon gar nicht mehr profitieren, weil sie sich dann das Leben nicht mehr leisten können. Das wird einer unserer Schwerpunkte sein, da auch an dem Punkt anzusetzen und zu sagen, wir brauchen da auch Milieuschutz, wir wollen eine Aufwertung der Stadtteil, aber wir wollen auch, dass die ärmeren Teile der Bevölkerung, die momentan in Hemeling wohnen, dass sie davon auch profitieren können. Ihr merkt, wie engagiert und viel Power Ingo hat. Ingo, wir haben ja als Fraktion wirklich, ja, man sagt immer, Selbstlob stinkt, aber wir haben sehr viel gemeinsam hinbekommen. Wir sitzen ja auch in der Bürgerschaft nebeneinander und es ist unglaublich, wie fleißig du bist, wie viele Reden du jetzt die letzten 3,5 Jahre gehalten hast. Was würdest du sagen, es sind alle Punkte und Sachen, die wir machen, selbstverständlich wichtig. Was war für dich mit am wichtigsten die letzten 3,5 Jahre deiner Arbeit in der Bürgerschaft? Ja, ich sage das schon auch deutlich, dass da wird uns ja oft so ein bisschen eine Leerstelle gemacht, sozusagen nachgesagt, aber ich glaube, die ist nicht da. Ich habe für die Linke in der Klima-Enquete gesessen und wir haben hier in Bremen, was ich mit der Klima-Enquete wirklich eine klare Position auch erarbeitet, wie können wir sozial gerecht auch, das war unser Schwerpunkt auch innerhalb der Klima-Enquete, den Weg in die Klimaneutralität bis 2038 schaffen. Das ist extrem ambitioniert. Das ist, braucht unwahrscheinliche Anstrengungen, was ich von Politik, von Industrie, aber auch von allen Menschen im Grunde beziehen, zu sagen, das ist wichtig. Wir leben den Klimawandel alle, aber wir wollen ihn halt sozial gerecht gestalten. Das war mein Schwerpunkt auch dabei in der Klima-Enquete zu sagen, wir wollen nicht nur Klimagerechtigkeit, sondern wir wollen sie auch sozial gerecht gestalten. Das sieht man jetzt gerade an diesen Fragen, die sind ja heute auch schon angesprochen worden, wenn wir das Explodieren der Energiekosten sehen, dürfen wir jetzt nicht sagen, es geht nur um Subventionierung fossiler Brennstoffe. Das ist jetzt wichtig, damit Menschen, was ich irgendwie Einkommen habe. Aber wir müssen parallel dafür sorgen, dass wir schnellstmöglich in eine klimaneutrale Energieversorgung kommen. Also die ist günstig. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Konzerne nicht davon sich das Geld in die Tasche stecken, sondern dass wir das so abschöpfen, dass wir auch wirklich den Wandel jetzt in die Klimaneutralität machen können. Ein gutes Beispiel sind die Strompreise, wo jetzt, was ich eigentlich ist, der, ich sag mal, der klimaneutrale Strom aus Wind und Solar ist jetzt total billig, der wird aber total teuer verkauft, weil, was ich, der teuerste, nämlich der Gasstrom, der erzeugt wird, der Leitmarkt ist, was ich, für alle anderen Strompreise. Und da müssen wir ran an solche Dinge, also Übergewinnsteuer, Gaspreise deckeln, aber auch hier diese, ich sag mal, Preiszusammensetzung beim Strom anzugehen, um wirklich in die Investitionen der Erneuerbaren zu kommen, weil die sind günstig, also auf der einen Seite können die günstig sein und auf der anderen Seite brauchen wir es einfach klimapolitisch schnellstmöglich, den Ausstieg aus dem CO2-Verbrauch. Ja, ihr merkt, wie leidenschaftlich er ist und wirklich wie viel Power auch er die letzten 3,5 Jahre in die Arbeit gesteckt hat. Wir beide sind ja wirklich auch, was Bürgernähe angeht, uns da einig. Du hast ja auch einige, ich glaube, 1-2 Bürgersprechstunden gemacht. Du hast ja gesagt, Corona ist dazwischen gekommen. Was war da deine Erfahrung? Meinst du, dass man diese Bürgersprechstunden, werden die angenommen?
sind sie wichtig, um Menschen zu erreichen? Oder hast du auch noch andere Ideen, wie man wirklich an die Menschen rankommt, die dann wirklich gerade sehr viele Probleme haben? Das würde mich interessieren, weil wichtig ist ja, wenn wir zwei Büros jetzt in Bremerhaven haben, wäre es natürlich auch schön, sich auszutauschen. Ich bin mir sicher, dass wir es machen. Aber wie siehst du das mit den Bürgersprechstunden und welche Möglichkeiten siehst du, um die Menschen noch direkter zu erreichen? Ja, ich finde, da hast du es hier wirklich auch gut, weil du bist hier vernetzt so im Stadtteil und du hast ein Büro, was sozusagen zentral liegt und wo die Leute das auch stärker sehen. Ich glaube, das hast du auch gesagt, ne? Hier kommen auch stärker Leute hin. Ja, ich hatte vor der Pandemie die ersten Bürgersprechstunden gemacht und das war, was ich sehr mäßig, sehr schwer, auch Leute zu bekommen. Jetzt, als wir wieder loslegen konnten, was ich auch mit den Aufhebung der Beschränkungen nach der zur jetzigen Pandemiezeit habe ich jetzt den Weg gemacht. Wir haben in Hemeling auch ein Sozialkaufhaus, gleich um die Ecke, was ich von unserem Büro, und da bin ich zur Bürgersprechstunde ins Sozialkaufhaus gegangen. Und da direkt mit den, zu versuchen, mit den Beschäftigten, mit den Bürgerinnen, die wo sich dort, ich sag mal ja, günstig mit Bezugsberechtigung sich die Sachen holen und kaufen können, ins Gespräch zu kommen. Und das war anfänglich ein bisschen spröde, aber das hat durchaus was gebracht, ne? Auch nochmal mit den Trägern dort vor Ort, aber auch mit den direkt betroffenen Menschen vor Ort. Und solche Dinge müssen wir auch wirklich, ich sag mal, verstetigen, ne? Das braucht seine Zeit, also man muss sozusagen, man muss sich da präsentieren und muss da sozusagen immer regelmäßig an verschiedenen Stellen auch immer wieder kommen, aber ich glaube, das ist ja eine der Kernaufgaben, die wir auch mit unserem Büro schaffen wollen, dass wir vor Ort für die Menschen als solches ansprechbar sind. Es entstehen auch neue Dinge aus solchen Kooperationen, was bei mir halt ein bisschen der Charme ist, ist im Worst Case, wo ich ja sitze mit meinem kleinen Büro, das ist ja eine Zwischenzeitnutzung und wir sind jetzt dabei mit verschiedenen Nutzern aus dem Haus, weil das Gebäude ja verkauft werden soll. Wir wollen nächste Woche gemeinsam eine Sozialimmobiliengenossenschaft gründen, um sich dem was entgegenzusetzen, zu sagen, das Ding soll hier nicht abgerissen werden, sondern wir wollen hier weiter günstigen, ich sag mal, Raum für Künstler, so wie wir es hier heute auch gesehen haben, haben wir bei uns auch im Worst Case, wir haben viele von der Hochschule, wir haben ein paar Rapper, wir haben Leute, die Fotoateliers machen, Leute, die Start-ups, die Taschen bauen, die im Medienbereich unterwegs sind. Und dafür brauchen wir auch günstige Räume zur Verfügung, damit solche Menschen, also ne, damit man sozusagen in dem Bereich noch aktiv ist. Und deswegen wollen wir nächste Woche eine Sozialimmobiliengenossenschaft gründen in dem Gebäude, die auch als Dach fungiert. Auch warum sollen auch Institutionen, auch wie wir als Partei, eigentlich teure Büros zahlen? Also ich meine, hier ist die Gewoba, das ist ja ganz gut, aber was ich, wir wissen, wir haben auch andere Büros, wo sich Mieter, was ich, ordentlich Geld verdienen. Und da finde ich, fände ich es halt für die Zukunft wirklich super, wenn wir es schaffen, an solchen Bereichen, ich sag mal, genossenschaftliche Angebote zu machen, die dauerhaft günstige Räume den Menschen für das, was sie benötigen, zur Verfügung stellen. Oh, vielen Dank. Also ich habe jetzt dich auch so verstanden, wie man dann auch andere will. Also so, wir beide sind, glaube ich, so Street-Politik-Worker oder so, dass wir dann irgendwie dahin gehen, wo die Leute auch sind und sie ansprechen und versuchen dann natürlich auch, sie zu unterstützen und natürlich auch dafür zu gewinnen, dass sie ins Büro kommen. Ingo, ich freue mich auf weiterhin auf gute Zusammenarbeit. Schön, dass du hier heute vorbeigekommen bist. Und wenn du mal in diesem Büro eine Veranstaltung machen willst, bist du herzlich willkommen. Ich danke dir und lass uns noch ein bisschen zusammen feiern. Vielen Dank. Ja, dir vielen Dank. Also, lieber Chili, liebe Genossinnen und Genossen der Linken hier in Osterholz und natürlich schwerpunktmäßig in Tenisa und im Schweizer Viertel. Das war mir heute ein wichtiger Anlass, auch wenn ich gar keine Zeit habe. Ich freue mich, dass ihr jetzt vor Ort wieder richtig präsent seid. Macht das hier im Büro, werdet die beste Beratungsstelle für alle Fragen des gesellschaftlichen Lebens. Und dann raus auf die Straße, wie du das vorhin auch schon richtig gesagt hast. Man muss was tun gegen diese ungerechten Verhältnisse, gegen 120 Milliarden Euro Rüstung. Da haben sie Geld für Soziales, Kinder und so weiter nicht. Und dann ist mir eine Sache unangenehm aufgefallen hier in diesem Büro. Alles ist super, aber Rotwein fehlte und das Wichtigste, Bücher. Ich habe euch einfach ein Buchpaket gemacht, wo man politisch oder auch belletristisch ein bisschen nachgucken kann. Vielleicht könnt ihr das eine oder andere gebrauchen. Vielen Dank, Bano. Wollt ihr noch ein Gedicht hören? Ja, 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 ja,
Seitdem ich dich kenne, hast du mein Gedicht für mich. Gut, ja. Schindy, alles Gute. Keiner von dir sage ich Tschüss. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne, gerne. Manu, tschüss. Tschüss, 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 alle. Tschüss, tschüss, ciao. So, muss ich noch eine Brille für aufsetzen, das Gedicht kriegt ihr von Volker Braun, ist das? Ja. Das richtet sich an die gesamte Weltöffentlichkeit. Wenn du die Welt nicht mehr im Kopf aushältst und den Irrsinn nicht mehr buchstabieren willst, rate ich dir, beim nächsten dreckigen Anlass zu handeln. Also, aktiv sein. Das macht Sinn, das macht Sinn. Vielen Dank. Wie gesagt, das wäre jetzt, ich wäre traurig, dass ich kein Gedicht für dich habe. Das kenne ich nicht anders von dir.